Eine neue Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich geht es bei uns um Hanf, besser gesagt Cannabis. Denn das wird jetzt legal, wenn man es selbst zu Hause anbaut. Aber für die Details müsst ihr noch ein ganz kleines bisschen warten. Aber wir starten auch mit ein bisschen Rauch in die Sendung, und zwar mit den Öfen. Was für ein Traum, wenn es im Winter schön kalt ist und in der Wohnung schön warm, weil man das Ofenfeuer hat. Aber es kann sein, dass am 31.12.2024 manche Öfen kalt bleiben, denn es gibt ein neues Gesetz. Ob euer Ofen dabei ist oder nicht, das erfahrt ihr jetzt. Gemütlich am Ofen sitzen und die Wärme genießen. Damit könnte es Ende des Jahres Schluss sein, wenn Sie einen Ofen besitzen, der nicht mehr den Vorgaben entspricht. Damit kennt sich Karin Schulz bestens aus und weiß, warum alte Öfen raus müssen. Es gibt eine Bundesemissionsschutzverordnung, abgekürzt BIMSCHV, die besagt, dass ältere Kachelöfen eine erhöhte Feinstaubausscheidung haben und nicht mehr so dicht sind und auch nicht mehr so hohe Temperaturen erreichen wie die Neuanlagen. Und deswegen wurde die Verordnung erstellt, damit eben bestehende Öfen überprüft werden. Und wenn sie die Überprüfung nicht schaffen, dass die dann ausgetauscht werden müssen. Doch woher weiß ich, ob mein Ofen betroffen ist? Es gibt eine HKI-Liste, www.hki-hersteller.de. Dort sind alle Heizeinsätze, Kaminöfen, Heizkamine aufgeführt. Und da kann jeder nachschauen, wie lange sein Ofen noch Bestandsschutz hat. Die Schornsteinfeger überprüfen die Bundesemissionsschutzverordnung mit und sind ganz nah am Kunden, wie Schornsteinfegermeister aus Rastatt Marcel Wagenknecht. Alte Feuerstellen, die Überprüfung wegen den Feinstaubgrenzwerten, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind, sind im Endeffekt eigentlich so durchzuführen, dass man eigentlich hingeht, erstmal schaut, was für eine Art von Feuerstelle das ist. Dann natürlich nach dem Typenschild schaut, wo die meisten Informationen dann draufstehen. Also sprich in der Regel Hersteller, der Typ von der Feuerstelle selber, die Art der Feuerstelle logischerweise, wo man dann im Prinzip schauen kann, fällt ihr in diese Richtlinie mit rein, fällt ihr in diese Richtlinie nicht rein. Der Austausch und die Verordnung sind nicht willkürlich und ergeben durchaus Sinn. Ich erkläre das meinen Kunden immer so, wenn man eine Feuerstelle hat, die zum Beispiel 30 Jahre alt ist, und wenn man im Jahr 5 Kubikmeter Holz zum Beispiel benötigt, dann sind das in 30 Jahren 150 Kubikmeter Holz. Dementsprechend ist eine Feuerstelle belastet und meistens dann auch schon nicht mehr ganz in Ordnung. Das verstehen die Kunden meistens und lassen sich dann auf dieses Spiel ein. Ist der eigene Ofen betroffen und muss stillgelegt werden, kommen die Öfen- und Kachelöfenbauer ins Spiel. Es muss nicht immer der ganze Ofen getauscht werden. Bei Kachelöfen kann ich Heizansätze austauschen. Bei einem Heizkamin, so wie hier, ist es nicht so einfach, weil dann kann ich den Brenner nicht einfach rausziehen, sondern da müsste ich von oben abbauen. Das ist sehr aufwendig und da empfehlen wir den Einbau eines Feinstaubfilters. Wie wir den Heizeinsatz tauschen, das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal zu Schornsteinfegermeister Marcel Wagenknecht in den Speicher, wo sich meist die Revisionsklappe des Kamins befindet. Hier wird die alte Klappe getauscht gegen eine neue mit Filter. In dieser neuen Tür kann man dann diesen elektrostatischen Filter nachrüsten, indem es eigentlich nur eingesetzt wird. Und dann mit der Lanze verbunden wird, die elektrostatisch vorne eingehängt wird und dementsprechend halt einen Strom erzeugt und damit halt einfach den Feinstaub bindet innerhalb des Schornsteins. Zurück zu Karin Schulz. Bei Kachelöfen können meist die Heizeinsätze relativ einfach getauscht werden. Heizeinsatz bedeutet, der bestehende Heizeinsatz kommt raus. Innen drin wird meistens noch die Wände isoliert oder auch den Nachbrenner wird ebenfalls ausgetauscht, außer es wäre ein gemauerter Zug drin. Also gemauerter Zug heißt, da sind Kanäle, wo die Rauchgase durchgehen. Hier kann das Rauchgas abkühlen, bevor es in den eigentlichen Kamin gelangt. Hat man keinen gemauerten Zug, wird ein Nachbrenner beim Austausch direkt mit installiert. Der besteht aus Guss oder aus Stahlblech und hat auch die Aufgabe, das Rauchgas erstmal abzukühlen. Der dann umgebaute Kachelofen hat auch Bestandsschutz. Bestandsschutz heißt, wir bauen Kachelöfen jetzt um
Diese neuen Brenner, die wir jetzt einbauen, sind gesetzeskonform. Das bedeutet, diese Brenner, wenn wir die jetzt einbauen, haben die Bestandsschutz, können im Kachelofen drin bleiben. Für den Umbau des Kachelofens gibt es verschiedene Einsätze. Wenn Sie, wie eigentlich üblich, nur Holz verbrennen, brauchen Sie keinen Aschekasten unten drunter. Alles bleibt im Ofen und das hat auch einige Vorteile. Da habe ich jetzt auch keinen Aschekasten. Das heißt, Glut und Glutstückchen und auch Asche fällt mir nicht runter in den Aschekasten, sondern verbrennt bei jedem Verbrennungsvorgang mit. Das bedeutet, bei einem reinen Holzbrand habe ich minimale Ascheanteil, 1,8%, sagt man. Ja? Das bedeuteter, ich habe eine sehr lange Gluthaltung, weil ich wie bei einem Lagerfeuer verbrenntes Holz auf Schamottstein, es kann nirgends durchfallen, die Glutstückchen, deswegen habe ich lange Gluthaltung. Jeder, der einen alten Ofen zu Hause hat, muss sich mit der Bundesemissionsschutzverordnung auseinandersetzen. Ist der eigene Ofen betroffen, ist Handeln angesagt. Der wird definitiv außer Betrieb gesetzt. Und die kriegen ein Datum gesetzt und das war's. Und das heißt, nicht nur das Rauchrohr rausziehen, sondern das Schornsteinloch zumauern. Zu guter Letzt ist natürlich noch ganz wichtig, was kostet der Umbau beispielsweise eines Kachelofens? Wenn man einen Kachelofen umbaut, dann sollte ich zwischen 3.500 und 5.500 inklusive Mehrwertsteuer komplett erstellt, also inklusive Montage, kalkulieren. Und dann kann auch nach dem 31. Dezember 2024 ganz legal weitergeheizt werden. Also unbedingt drauf achten, mal den Ofen checken, sodass es auch im nächsten Winter ein schönes Feuer gibt. Wir sehen uns gleich wieder, dann geht es um Hanf im Hausbau, Cannabis im eigenen Garten und die neuesten Trends bei der Frühlingsdeko. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Die ersten Tage mit über 20 Grad, die durften wir schon genießen. Es wird Frühling und jetzt wollen wir natürlich auch unser Zuhause richtig schön frühlingsmäßig dekorieren. Doch was sind die neuesten Trends? So viel kann ich schon sagen. Kunstblumen sind wieder total in. Bislang waren sie eher ein No-Go. Die Vögel zwitschern und der Frühling ist da. Wir sind deshalb auf Deko-Ideenspurensuche für das Frühlingserwachen. Nach dem grauen Winter sehnen wir uns ja geradezu nach frischen Grüntönen oder sonnigen Gelb und natürlich den Frühlingsboten. Von März bis Mai haben zum Beispiel Tulpen, Pfingstrosen und Hyazinthen Saison. Diese machen sich in einem großen Strauß als Tisch- oder Fensterdeko besonders gut. Aber Moment mal, sind die wirklich echt? Mittlerweile sind die Hersteller so weit, dass auch die Textilblumen, also die nicht echten Blumen, kaum noch zu unterscheiden sind. Und der große Vorteil, sie sind einfach um einiges pflegeleichter. Langlebig sind Blumen natürlich auch gedruckt auf Textilien. Auf Tischwäsche beispielsweise oder Kissen. Sie sorgen für den frischen Kick. Nicht nur die Blumen dürfen langlebig sein, sondern auch die restliche Tischdeko. Hier wird gezielt auf wertige Materialien gesetzt. Denn in diesem Frühling zählt, weniger ist mehr. Setzt daher auf gezielte Accessoires, zum Beispiel eine außergewöhnliche Vase, kombiniert mit einem schlichten Tischgedeck aus Keramik oder Porzellan. Das könnt ihr dann auch noch im restlichen Jahr verwenden und gezielt mit einzelnen farblichen Accessoires austauschen. Ein hochwertiges Material kommt dabei nie aus dem Trend, Porzellan. Also im Porzellanbereich, ob das jetzt eine schöne Vase ist oder ob das tolle Kaffeetassen sind, Kaffeeteller, auch hier spiegeln sich viele, viele Farben, die im Trend sind, wieder. Ob das jetzt die klassische oder die grüne Farbe ist, ob das jetzt ein Pink ist. Einfach kräftige, frische Farben, die einfach die Kaffeetafel oder auch die Dekoration draußen auf der Terrasse oder im Garten einfach richtig schön beflügeln. Beflügelt sind dann auch die Tischgenossen. Hier darf es dann gern nach Ostern Vogel oder Schmetterling als Deko-Element sein. Und welche Farben sind in diesem Frühjahr Trend? Die starken Farben dieses Jahr sind grün, sind auch spezielle Pinktöne. Auch die Farbe Orange kommt
wieder stark und man kann alles recht gut kombinieren. Bei der Tischdeko brechen goldene Zeiten an, und zwar in Form von goldfarbenem Besteck. Dazu passend Weiß- oder Naturtöne. Servietten aus Leinen oder Baumwolle bringen Natürlichkeit in die Tischdeko. Holz, Leinen, Bast, Naturmaterialien im Allgemeinen sind ein Trend. Gut, die Naturthemen sind nach wie vor sehr stark im Fokus. Auch das Thema Nachhaltigkeit, auch bei den Produkten, ob es im Textilbereich, im Accessoirebereich ist, wird immer stärker nachgefragt. Und wir versuchen auch hier den Trend auch mitzugehen und auch hier sehr nachhaltig einzukaufen. Deshalb rät unser Deko-Experte. Also ich sage immer, weniger ist mehr. Gezielt ein paar tolle Artikel reinzustellen, gibt oft mehr her, wie wenn ich da viel Nippes oder Zeugs reinstelle. Also gezielt schöne Sachen auswählen, die einfach wertig dann auch rüberkommen. Und von der Frühlingsdeko machen wir jetzt einen thematischen Sprung zum Thema Hausbau, und zwar aus Hanf. Hanf ist ein richtig guter natürlicher Baustoff, und wir haben mal den Bau eines Hanfhauses begleitet. Das ist, viele kennen ihn, Hanf. Nein, wir von Bauen und Wohnen rauchen ihn nicht. Wir sind auf Entdeckungstour eines Baustoffes der Zukunft. Mitten im tiefsten Allgäu entsteht ein Haus aus diesem revolutionären Baustoff, ganz ohne Beton, nur aus Holz und Hanf. Doch was macht Hanf so besonders? Wie wird aus ihm ein Haus? Das zeigen wir euch jetzt. Ja, also ich sitze hier auf einer fertigen Hanfkalkwand. Und die Wand ist nur aus nachhaltige oder nachwachsende Rohstoffe hergestellt. Das heißt, wir haben hier zum einen Holz und Kalk oder Hanfkalk. Und der Hanfkalk, der wird aus Hanfschäben hergestellt und aus Kalk. Das ist der Zuschlagsstoff oder das Bindemittel, was dann die Schäben zusammenhält. Weil die Schäben an sich ist ein lockeres Material. Das ist leicht holzig. Das ist das Innere vom Hanfstängel. Also der Hanfstängel besteht zum einen aus der Faser außer und inner eben die Schäbe. Und bei der Verarbeitung von dem Hanfstängel fällt eben die Hanffaser an. Die kann man auch zu Dämmstoff verarbeiten. Oder die Schäbe, das war lange ein Abfallprodukt. Bis man eben den Hanfkalk entwickelt hat, hat man das eigentlich nur als Einstreu benutzt. Wir auf dem Bau verwenden das hauptsächlich als Dämmstoff. Und das Schöne ist, dass wir aus diesem Material bei 30 cm Stärke tatsächlich die NF-Werte erfüllen. Also die gesetzliche Wärmeschutzverordnung wird bei 30 cm komplett erfüllt. Die Wände mit dem Dämmstoff wurden im Frühjahr vorgefertigt. In der Scheune der Bauherren wurden dafür die Holzständer zusammengefügt. Jetzt entsteht ein Brei aus Hanfschäben und Kalk. Dieser sogenannte Naturbeton wird in die Holzbalkenkonstruktion eingestampft. Nach der Trocknung ist diese Dämmung nahtlos eingelassen und steinhart. Wand für Wand entsteht hier ein ökologisches Haus. Die Bauteile warten nun darauf, zum Haus zusammengefügt zu werden. Es soll in nur 7 Tagen stehen. Doch warum ein Hanfhaus? Also mir ist wichtig, dass ich in das Haus, in dem ich wohne, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbringe und eigentlich mich erholen will, dass ich mir da keine Giftstoffe einbaue, nicht durch Zusatzstoffe. Und dass man einfach, das würde ich auch jedem wünschen, dass er einmal guckt, was eigentlich in seinem Haus verbaut wird, was an Inhaltsstoffe drin ist. Ein natürlicher und ökologischer Inhaltsstoff, das ist Hanf definitiv. Die Pflanze ist innerhalb 3 Monaten erntereif, ist also ein superschnell nachwachsender Rohstoff und bindet dabei Unmengen an CO2. Doch nur bestimmte Teile eignen sich zum Dämmstoff. Wenn man den Stängel bricht, dann ist das die Faser, die ist außer am Stängel dran. Das ist jetzt eine sehr feine Faser. Man nennt es Kalfaterband, das kann man dann in kleine Zwischenräume stopfen. Und die gibt es auch noch viel größer als Stopfhanf. Und das kann man dann in große Gefache
Einbringer als Dachdämmung oder Wanddämmung. Und wenn man das vom Stängel trennt, dann bleibt eben hier die Schäbe übrig. Das klingt auch richtig schön, wenn man die so fallen lässt, hat einen ganz schönen Klang. Das ist der holzige Anteil von der Hanffaser und die haben wir jetzt eben in den Wände verarbeitet. Und das sehr Interessante an der Faser ist, es kann ein Vielfaches von seinem Eigengewicht an Wasser aufnehmen und auch wieder abgeben, ohne Schade zu nehmen. Und das ist ja heute immer beim Bauer das Wichtige, dass der Wassereintrag, der in Wände durch Dampfdiffusion stattfindet, dass das wieder raus kann, ohne die Wand zu schädigen. Als Dämmstoff und auch als Putz verarbeitet hat er gute Dämmeigenschaften, ist feuchteregulierend und schadstofffrei. Und günstig noch dazu, wenn die Familie hier einzieht. Bei uns geht es gleich weiter und zwar nicht mehr mit Hanf im Hausbau, sondern mit Cannabis, also Hanf im Garten, auch zum eigenen Konsum. Und das ist jetzt legal. Das ist kein April-Scherz und ich kann so viel sagen, diese Pflanzen, die werden ganz schön groß. Bis gleich. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Gerade haben wir gesehen, wie Hanf im Hausbau verwendet wird. Jetzt wollen wir aber darüber reden, wie wir Hanf oder Cannabis im Garten anbauen können und auch dürfen. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich den Herrn Rossner. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Herr Rossner, jetzt haben wir ab 1.4. das Cannabisgesetz. Es ist kein April-Scherz sozusagen. Was ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen dem Nutzhanf, den wir gesehen haben für den Hausbau und den ich jetzt anbauen darf? Also rein genetisch und biologisch gesehen keiner. Das ist alles Cannabis sativa als Überbegriff und das ist eigentlich die Cannabispflanze. Okay. Sie heißt Hanfpflanze eigentlich bei uns in Deutschland. Wir reden hier also immer von Hanf, auch wenn man sagt Marihuana oder Rauchmarihuana, es ist immer noch Hanf. Okay. Jetzt gibt es das neue Gesetz. Wie viele Pflanzen darf ich anbauen? Also man darf pro erwachsene Person 3 Cannabispflanzen in Blüte haben sozusagen. Okay. Und man streitet sich da noch ein bisschen in der Auslegung, weil es gibt da noch Vermehrungsmaterial und da darf ich zum Beispiel 5 Stecklinge haben. Okay. Also darf ich mir in einem zukünftigen Cannabisclub 5 Stecklinge, also vorgezogene Pflanzen kaufen und aus denen dann 3 Pflanzen in Endblüte generieren. Was heißt jetzt Endblüte? Das muss also, ich erklären. Ja, weil die Pflanze hat verschiedene Wachstumsphasen. Ja. Also Hanf ist eine Pflanze, die ist vom Licht abhängig, weil die in unserer Hemisphäre sozusagen sich anpassen muss. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, über eine bestimmte Zeit vom Licht geht, ist die in der Wachstumsphase. Mhm. Das sind quasi ab, sagen wir mal, 16 Stunden, 12 Stunden, fängt dann aber eine Blütephase an. Also alles, was unter 12 Stunden ist, sagt der Pflanze durch den hormonellen Haushalt, wow, jetzt will ich blühen. Jetzt gehen wir mal raus in den Garten. Mhm. Gibt es jetzt verschiedene Sorten Hanf, die ich anbauen kann? Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das mal im Garten ausprobieren oder auf der Dachterrasse, wie groß wird überhaupt so eine Hanfpflanze? Also das ist vom Topf abhängig. Wenn man jetzt einen Topf hat, der so, sagen wir mal, 30, 35 cm Durchmesser hat und so 40 cm hoch ist, da wächst eine Hanfpflanze locker 1,50 m, 1,60 m hoch. Und wenn man jetzt aber einen größeren Topf hat oder dementsprechend mehr Nährstoffe einbringt, also einen guten Boden hat, mit gutem Kompost und Hornspänen und solchen Sachen, dann kann die Pflanze bis zu 2 Meter hoch werden. Das ist gar kein Problem. Okay. Also das, die Pflanze selber wächst so lang, wie die Lichtphase ihr das ihr vorgibt. Okay. Und dann schaltet sie um auf Blüte. Und je größer die Biomasse ist, die sie in dem Moment erzeugt hat, umso größer ist die Biomasse der Blüte dann. Und wenn ich jetzt so viele große Pflanzen mit großen Blüten habe, mache ich mich dann schon strafbar im Garten? Weil wahrscheinlich habe ich dann viel Stoff, würde ich jetzt mal sagen. Ja, man hat dann viel Biomasse. Es ist auch vor allem eine lebende Pflanze. Ja. Und diese lebende Pflanze selber ist noch nicht strafbewehrt. Okay. Also wir haben hier auch einen internationalen sozusagen Verhalten, das von den Verträgen so. Wir haben in den lebenden Pflanzen vom Hanf immer THCA-Säure. Okay. Und die ist eigentlich international nicht reglementiert. Es geht immer nur um das Delta-9-THC.
Und das entsteht durch die Dekarboxylierung. Ein schwieriges Wort, heißt aber nichts anderes, wie dass durch Trocknung und Kohlendioxid und Sauerstoffbeeinflussung diese THCA-Säure sich in Delta-9-THC umbaut. Also heißt für mich, solange das Ding wächst und grün ist, ist es easy, so in dem Moment, wenn es trocken ist und ich es rauchen kann. Richtig, dann muss man, genau, dann muss man die Grammzahlen einhalten. Also. Okay, jetzt sag mal, jetzt haben wir vielleicht nicht alle ein Einfamilienhaus, sondern die wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Und da haben wir uns in der Redaktion gefragt, Moment, also welche Regelung gilt jetzt? Habe ich zum Beispiel ein Fünffamilienhaus, kann ich da eine ganze Hanfplantage anbauen? Oder wie funktioniert das dann? Wie viele Pflanzen darf ich dann anbauen? Also es ist so, wir haben immer pro erwachsene Person 3 Pflanzen. Okay. Also wenn jetzt in diesen Parteien pro Partei 3 Erwachsene leben, ja, also Eltern und ein erwachsenes Kind, ja, dann darf jeder dieser erwachsenen Personen 3 Pflanzen anbauen. Okay. Also sind es schon mal 9 Pflanzen bei 3 Personen, haben wir das jetzt in 5 Einheiten, ja, während es in diesem ganzen Block oder der Bemarkung, ja, 45 Hanfpflanzen, die da in Blüte gebracht werden. Darf ich die dann zusammen anpflanzen? Das sieht ja aus wie eine Plantage. Man kann das zusammen in einen abgegrenzten, ja, Bereich stellen. Man muss halt nur garantieren, dass jeder dieser Protagonisten seine Pflanzen pflegt. Ja. Weil rein rechtlich gesehen darf auch ein, ja, Ehepaar sich nicht gegenseitig unterstützen, ja, bei der Pflege der Hanfpflanzen, weil es halt ein gemeinschaftlicher Anbau ist. Ab wann wird es überhaupt strafbar? Also wie viel Gramm sind überhaupt erlaubt? Also es ist so, man spricht von 25 Gramm im Transport, also verkehrsfähig sind für Erwachsene 25 Gramm und 50 Gramm vom getrockneten Cannabis aus Selbstanbau zu Hause oder in einem Monat sozusagen im Erwerb zu Hause. Das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Sollten da ein paar Gramm drüber sein, hat man sozusagen einen Bereich, in dem das sozusagen über Regelungen wie bei Rot über die Ampel fahren oder wie schnell fährt man in der Fußgängerzone mit seinem Elektroroller, halt solche Ordnungswidrigkeiten sind es dann und das wird sich dann einpendeln, denke ich. Jetzt müssen Sie mir noch eins verraten, wie wird man Hanf-Sachverständiger? Weil Sie sind ja jetzt nicht irgendjemand, der sagt, ich habe mal Cannabis ausprobiert und gehöre mal ein bisschen zu den Kiffern, sondern eine ordentliche Person, auch beruflich mit dem Lehrstuhl. Ja, also es ist so, ich habe mich für die Sache schon vor über 30 Jahren beschäftigt, weil meine Schwester schwere Epilepsie hatte. Und aufgrund dessen bin ich sozusagen in die wissenschaftlich-medizinische Schiene reingekommen. Ich habe aber auch gemerkt, ich werde kriminalisiert, ich werde quasi stigmatisiert. Und deswegen habe ich mir dann sozusagen versucht, Fachwissen anzueignen, habe aber gemerkt, das gibt es offiziell gar nicht. Und so habe ich dann illegal, in Anführungszeichen, Forschungen betrieben und konnte dann vor 20 Jahren anfangen, mit seriösen Wissenschaftlern in der TU, LMU und verschiedenen anderen internationalen Fakultäten einen interdisziplinären Hanf-Forschungsverbund zu gründen, aus dem sich dann in der Hochschule Merseburg dann vor 7-8 Jahren ein interdisziplinärer Hanf-Lehrstuhl gebildet hat. Der liegt unter der Führung von Frau Professor Barsch, also die Gundula macht es super. Und ich bin da quasi so gewesen, der das alles angeschoben hat mit meinen Erfahrungen aus der Illegalität eben. Deswegen bin ich jetzt ja auch froh, dass es jetzt endlich legal wird, weil das können wir anders an die Sache rangehen. Herr Rosner, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Ja, hat mich gefreut. War toll, dass Sie mich eingeladen haben. Danke. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Was haben wir gelernt? Mit der richtigen Hanfpflanze mit ungefähr 2,50 Meter Wuchshöhe macht das auch einen guten Sichtschutz, auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute und tschüss.